Wir haben sie aufgenommen und ich hätte dann gern, aber zum Gericht bitte noch Pommes dazu. Ja, Pommes, aber fettfrei bitte. Fettfrei Pommes, habe ich notiert. Und ein paar Keksen. Ja. Und Cola Light. Sind Sie auch fettfrei, der Herr? Ja, wenn das geht, wenn man mal richtig sündigen darf, ohne schlechtes Gewissen. Natürlich. Und das geht eben, meine Damen und Herren, nämlich fettreduziert essen mit den richtigen Möglichkeiten. Und die haben wir für Sie heute hier in der Sendung. Geht es Ihnen auch so? Ja, Pommes oder Kroketten und oder ähnliches. Und wir zahlen zusammen. Das ist eigentlich wunderbar, wenn das schlechte Gewissen nicht wäre. Aber Sie können das Ganze jetzt kalorienreduziert und fettreduziert machen. Und wie das funktioniert, sagt Ihnen heute unsere Oberkellnerin Ann-Kathrin. Ja, ich bin hier schon mal ein bisschen am Vorbereiten. Eigentlich muss ich nicht viel machen. Ich tue einfach nur so, als würde ich jetzt hier in der Küche stehen und ganz viel schnippeln. In Wirklichkeit machen das aber meine Heißluftfritteusen. Ja, und die beiden haben ja etwas ohne Fett bestellt. Deren Wunsch sei mir natürlich Befehl. Denn wie schon der Name sagt, eine Heißluftfritteuse bedeutet, hier wird nicht mit Fett gearbeitet, sondern mit heißer Luft. Und das ist eben das Schöne, sieht das mal ultra schick aus. Ja, also das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes. Sie können sich das vorstellen wie ein Umluftofen. Das heißt, die warme Luft wird hier umgewälzt. Ja, und hier ist aber der große Vorteil, man hat hier eben keine Vorhaltszeit. So, und jetzt kann ich hier frittieren, grillen, backen, rösten und das Ganze mit einem einzigen Gerät. Schauen Sie mal, Sie müssen auch nicht mehr wissen, wie viel Grad Celsius und welche Zeit, sondern ich drücke hier einfach auf Start und dann sehe ich, ich kann hier warm halten, ich kann Pommes machen, ich kann Hähnchen machen, Steak, Shrimps, Fleisch, Kuchen, ich kann sogar backen und ich habe hier auch noch Fisch. Also diese Tasten drücke ich dann einfach an. Zum Beispiel möchte ich jetzt etwas warm halten, drücke dann auf Start und dann steht hier sofort 5 Minuten bei 80 Grad. Ne? Ich kippe Ihnen das mal, jetzt sieht man es ein bisschen besser. So, das heißt, ich kann währenddessen auch was anderes machen. Ne? Ich könnte einen Salat jetzt dazu machen oder vielleicht den Tisch schon mal decken, weil wenn die Zeit abgelaufen ist, geht das Gerät automatisch aus. Jetzt ist das Schöne, dieser Korb ist komplett antihaftbeschichtet. Das heißt, ich habe hier wirklich kein Gramm Fett hinzugefügt. Jetzt weiß ich, dass die beiden natürlich sehr hungrig sind und habe deswegen schon mal ein bisschen vorgearbeitet. Ja, hier unsere kleinen Mini-Piccolini und die sind jetzt schon richtig knusprig lecker. Schauen Sie mal, die gibt es gleich für die beiden und dazu gibt es noch Pommes. Ja, und jetzt kennen wir ja natürlich alle Fritteusen, aber Fritteusen sind normalerweise natürlich mit ein paar Litern Fett in der Fritteuse und da kommen die Pommes oder das, was man frittieren will, rein. Und dann nehmen diese Lebensmittel natürlich Fett auf und dementsprechend ist viel Fett und dementsprechend mehr Kalorien drin. Fettfrei ist dann natürlich die beste Alternative. Und ich schlemme gern, man sieht es glaube ich auch, ja, aber ein bisschen Kalorien reduziert würde mir mit Sicherheit nicht schlecht tun und Ihnen wahrscheinlich auch nicht. Und man sieht das auch immer wieder bei Spitzensportlern, die eben auch nicht auf alles verzichten möchten, aber eben Kalorien und Fett reduziert essen. Und das können Sie auch. Und ich möchte gleich am Anfang über den Preis sprechen. Hier haben wir eine Heißluftfritteuse der Extraklasse und die hat eine unverbindliche Preisempfehlung von knapp 200 Euro. Schauen Sie auf unseren TV-Sonderpreis. 82,64 Euro. Und dann sind eben die kleinen Sünden des Lebens eigentlich gar keine Sünden mehr, weil man das Ganze Kalorien und Fett reduziert, dann zu sich nimmt. Ohne, und das ist ja auch ganz wichtig, Anne, wir haben das ja schon mehrfach probiert, ohne Geschmackseinbußen. Richtig, schauen Sie mal, ich habe hier keinen einzigen Gramm Fett hineingetan. Ja? Dieser Korb, wenn Sie hier drauf drücken, ist der übrigens auch entnehmbar. Die können Sie in der Spülmaschine waschen. Und dann sehen Sie, hier ist kein Gramm Fett hinzugefügt. Und so eine Pommes ist ja letztendlich auch nur ein Stückchen Kartoffel mit Salz und Pfeffer. Das, was eben so ungesund ist, ist das Fett, weil dieses Stückchen Pommes saugt sich so enorm voll mit Fett. So, und die Pommes brauchen noch ein bisschen. Ich würde Ihnen dann schon mal das Essen reichen, wenn Sie möchten, ja? Da können Sie schlemmen ohne schlechtes Gewissen. Entschuldigung. So. Oh, das sieht aber richtig lecker aus. Kleine Pizzen, warum nicht auch das ohne, ganz ohne schlechtes Gewissen. Ich möchte heute kissen. Ich esse zum Beispiel unglaublich gerne Kroketten. Aber Kroketten sind ja nochmal, die macht man auch in der Fritteuse, ja? Und die saugen sich so voll, schmecken lecker, aber man hat immer ein schlechtes Gewissen bei jeder einzelnen Krokette. Schlemmen Sie ohne schlechtes Gewissen und einfach mal das, was Ihnen schmeckt. Und ich kann es Ihnen nochmal sagen, ganz ohne Übertreibung. Der Geschmack ist der gleiche wie aus einer Fettfritteuse, aber jetzt eben fettreduziert, kalorienreduziert. Und der Preis ist auch noch unglaublich klein, 82,64 Euro. Und ich mache von diesen Pizzen
oh, die sind noch heiß auf. Noch ein bisschen gleich mal ein Geschmackstest, wenn sie gleich ein bisschen abgekühlt sind. Aber glauben Sie mir einfach, wir haben es schon mehrfach probiert. Man merkt keinen Qualitätsunterschied. Ja, das Schöne ist eben, du hast hier eine enorm leistungsstarke Heißluftfritteuse, ja, mit diesen 8 Programmen. Das heißt, ich muss hier gar nichts machen. Nimmt auch nicht viel Platz weg. Also die kann jetzt natürlich so bei Ihnen in der Küche stehen, auch wenn Sie wenig Platz haben, weil man kann ja hier drin auch backen. Auch das geht. Zum Beispiel so Sonntagsbrötchen oder vielleicht auch mal Kekse, die hatte ich vorhin schon vorbereitet. Ja, so kleine Gebäckstücke, die kann ich hier auch drin vorbereiten. Da drücken Sie dann einfach das Programm, ich zeige Ihnen das mal, da drückt man dann einfach das Programm Kuchen. Ja, dann stellt sich hier Kuchen ein und jetzt sehen Sie, eine halbe Stunde bei 140 Grad würden jetzt hier meine Plätzchen backen. Ja, also da habe ich jetzt hier schon mal so ein paar Kekse vorbereitet, so ein paar kleine Sandkekse. Mm. Und die sind wirklich so Marmorkekse, super lecker. So stolz. Ja, ich weiß nicht, ob Ihnen das jetzt aufgefallen ist. Die ganze Zeit greift Anne an die Fritteuse. Machen Sie das ja nicht mit einer Fettfritteuse. Sie hätten die übelsten Verbrennungen. Aber hier, selbst im Betrieb, bleibt das Äußere kühl. Also ich sage jetzt mal handwarm. Also auch da keinerlei Gefahr. Und was ich auch noch toll finde, wenn hier jetzt eine richtige Fritteuse, also eine Fettfritteuse laufen würde, würde hier alles, das ganze Studio nach Fett riechen. Ja, jetzt riecht es nach Pizzen im Moment und ein bisschen nach Pommes und Gebäck. Also genau nach dem, was wir riechen wollen, nämlich nach dem Lebensmittel, welches wir zubereiten. Also viele, viele Vorteile einer Heißluftfritteuse. Schauen Sie mal, ich habe jetzt diesen Frittierkorb mal herausgenommen. Ja, also man kann jetzt natürlich, wenn man darauf besteht, ein bisschen Fett reinzumachen, kann man da jetzt auch ein bisschen Öl reinmachen. Ja, das sieht man hier, das ist schön antihaftbeschichtet, da bleibt auch nichts kleben. Das kann ich jetzt so, wie er ist, in die Spülmaschine packen. Ne, da waren jetzt unsere kleinen Mini-Pizzen drin. Und hier, schauen Sie, kein Gramm Fett. Das Ganze wirklich nur mit heißer Luft, wie Ihr Umluftofen zu Hause. Nur der große Vorteil ist eben, du hast hier keine Vorheizzeit. Ne? Sobald du das Programm anwählst, musst du jetzt keine Vorheizzeit dazu berechnen. Und das ist eben das Tolle. Es geht sofort los hier. Und das ist wirklich ein ganz großer Vorteil, weil häufig hat man eben das Problem, da muss man erst noch vorheizen. Dann ist es die Zeit, die meistens sehr wertvoll ist. Hier, ne, ich füge einfach nur zu, was ich machen, was ich gerne essen möchte. Was ich Ihnen auch empfehle, machen Sie Fisch hier drin. Fisch ist auch sehr lecker, zum Beispiel. Oder Fischstäbchen für die Kinder. Ne? Dann stellen Sie hier einfach das Programm Fisch ein. Dann sehen Sie jetzt 18 Minuten bei 200 Grad Celsius. Da ist auch hier so ein kleines Fischsymbol gekennzeichnet. Also einfacher kann es nicht gehen. Und dann muss ich eigentlich nur noch auf Start drücken. Ja, und los geht's. Und Sie müssen auch nicht extra den Backofen anmachen. Das spart natürlich auch Energie. Weil häufig, gerade wenn man auch mal so ein Sonntagsbrötchen hat, das kennen Sie vielleicht, da muss man erst den Ofen vorheizen für 2 Brötchen. Das lohnt sich meistens nicht, oder? Also Energie spart man unterm Strich auch noch und es sieht auch noch toll aus. Ich glaube, das passt auch in Ihre Küche. Nee, da bin ich mir sicher. Eine Heißluftfritteuse der Extraklasse. Ich möchte nochmal die unverbindliche Preisempfehlung nennen, weil das ein ganz regulärer Preis für solche qualitativ hochwertigen Heißluftfritteusen ist. 199,90 €. Ihr TV-Sonderpreis. Und denken Sie daran, der gilt bis maximal 2 Stunden nach der Sendung, ist jetzt 82,64 €. Die Bestellnummer für unsere Heißluftfritteuse ist die NX5760 und die 569. Und ich muss sagen, da kommen auch wir Männer mit dem Zubereiten ganz gut hin, weil eben alles selbsterklärend ist, wenn man draufdrückt oder auch, wenn man eine neue Studentenbude hat, wenn man oder einer in der Verwandtschaft jetzt frisch studiert, das passt in die kleinste Bude. Und dann kann man sich eben mal ein paar Leckereien machen, ohne ein schlechtes Gewissen. Aber wir haben noch eine zweite Heißluftfritteuse, obwohl hier eigentlich Heißluftfritteuse zu wenig gesagt ist. Das ist jetzt was ganz, ganz Tolles. Also unser erstes Modell hatte 8 Programme, jetzt haben wir 18 Programme. Also das ist wirklich sehr umfangreich. Hier wird auch die ganze Familie satt. Hier haben wir nämlich ein Fassungsvolumen von 12 Litern. Das heißt, man kann auch auf mehreren Etagen backen und kochen. Denn man kann hier sehr, sehr viel machen. Ich habe es mir aufgeschrieben. Fettarm, grillen, backen, braten, dören, garen, toasten, aufwärmen und auftauen. Und das alles hier mit einem einzigen Gerät. Das Prinzip ist hier das gleiche. Ich stelle es einfach nur ein und suche mir jetzt das Programm aus, was ich machen möchte. Möchte ich zum Beispiel eine Pizza auftauen oder möchte ich nur was aufwärmen oder möchte ich vielleicht backen oder sogar dören? Dören, das, vielleicht haben Sie schon mal von einem Dörrofen gehört, da wird
Obst und Gemüse, das ist so ein bisschen wie sonnengereift oder sonnengetrocknet, wird dann das Wasser entzogen, schonend bei bis zu 40 Grad. Das heißt, die Vitamine bleiben enthalten. Und alles, was Sie dafür brauchen, bekommen Sie auch heute mit nach Hause geliefert. Wir haben hier diese praktische Entnahmehilfe. Wir haben aber auch einen Spieß für Hähnchen. Ne? Das dreht sich dann gleichmäßig. Wir haben aber auch Spieße für zum Beispiel Gemüse oder Fleisch oder andere Köstlichkeiten. Dann haben wir drei von diesen Gitterblechen. Die haben wir für Sie dabei. Und sogar noch ein Backblech. Und was man damit alles machen kann, auch das möchte ich Ihnen jetzt hier mal zeigen. Ich habe hier nämlich schon mal vorgearbeitet. Schauen Sie mal, erstmal haben wir hier wieder ein bisschen Pizza vorbereitet. Das habe ich alles im gleichen Ofen gemacht. Ne? Schauen Sie mal, hier unsere kleinen Pizzateilchen. Dann habe ich im unteren Teil, habe ich jetzt hier eben meine Kekse vorbereitet gehabt. So, und jetzt wissen Sie, was ich jetzt noch mache, weil ich habe den beiden ja versprochen, es gibt noch Pommes. Da haben wir jetzt hier nämlich so einen praktischen Drehkorb. Und den lege ich jetzt hier mal ein. Und Achtung, was jetzt passiert. Hochprofessionell, ohne Fett, ohne irgendwas Ungesundes, lege ich jetzt hier meinen Drehkorb ein. Zack. Und jetzt muss ich nur noch das passende Programm wählen. Und zwar hier unsere Pommes. Jetzt stelle ich das hier an. Zack. Machen wir noch Licht. Und jetzt sehen Sie hier, der Korb, der dreht sich. Also das ist natürlich schön, damit jetzt hier meine Pommes gleichmäßig braun werden. Ja, sehen Sie das, wie sich jetzt der Korb hier dreht? Und das ist schon wirklich ein Highlight. Also da, Sie haben ja gesehen, ich habe da kein Gramm Fett hinzugefügt. Und ihr dürft nachher natürlich auch die Geschmacksprobe machen. Ja, das freut, da freuen wir uns schon besonders drauf. Aber hier, also ich habe auch schon Hähnchen drin gesehen und gemacht und gegessen. Unglaublich toll. Und sowas kennt man eigentlich nur von so einem Hähnchenwagen, wo die auf dem Spieß sind und sich selber drehen. Sowas zu Hause zu machen, fast unmöglich. Ja, und es ist, ich sage jetzt mal wirklich provokativ, idiotensicher. Das bekommen sogar wir Männer hin, ob das Pommes sind, ob das Hähnchen sind, ob das natürlich irgendetwas anderes ist. Ja, und durch die 18 Programme, die ja auch selbsterklärend sind, kann das wirklich jeder bedienen, oder? Das stimmt, das kann wirklich jeder bedienen. Also es ist kinderleicht, man wählt sich hier einfach nur das Programm aus. Ja, wir können das ja mal hier durchgehen, unsere Programme. Also wir haben Pommes, wir haben Fisch, wir haben Kuchen, wir haben den Dörrofen. Ne? Das blendet jetzt ein bisschen, da sehen wir es besser. Hier sehen Sie jetzt übrigens die Temperatur. Das habe ich jetzt nicht eingestellt, sondern hier meinen Umluftofen. Sie können aber auch noch die Temperatur manuell einstellen mit Plus und Minus und natürlich auch die Uhrzeit. Dann gehen Sie einfach auf das Temperaturzeichen, stellen Ihre Wunschtemperatur ein. Und bei der Zeit können Sie das natürlich auch machen. Hier können Sie jederzeit das Licht auch zuschalten, um mal zwischendurch nachzuschauen, ja, wie lange brauchen noch meine Pommes. Was ich auch sehr empfehle, nutzen Sie das mal zum Beispiel für so ein Hähnchen. Ich habe da hier so eine kleine Vorrichtung, ne, für die Hähnchenspieße. Dann spießt man das links und rechts auf und dann dreht sich das Hähnchen automatisch. Also das ist wirklich was super Tolles, auch mal für so einen Kindergeburtstag, wenn es schnell gehen soll. Weil das kann man ja auch schön vorbereiten. Sie müssen ja währenddessen nicht dabei sein. Oder was auch ganz toll ist, wenn man mal so Gemüsespießchen machen will. Ne, da hat man hier diese kleinen Spießchen. Die steckt man dann hier rein und dann wird das auch perfekt gedreht, richtig knusprig, richtig lecker, alles bleibt erhalten. Oder ich empfehle, nutzen Sie auch mal den Dörrofen. Ja, für Chips, für Gemüsechips, für Obstchips, super lecker. Probieren Sie es mit Bananen, oh, ich liebe das. Oder einfach mal klassisch die Sonntagsbrötchen, also da kann man richtig kreativ werden. Und man spart Energie, man spart Zeit, man spart auch Fett, weil Fett reduzierte hier Umluftzubereitung. Und ich finde das klasse. Und auch hier müssen wir über den Preis sprechen. Hier dieser XL, digitale XL Mini-Ofen bzw. Natürlich auch Heißluftfritteuse hat eine unverbindliche Preisempfehlung von knapp 230 Euro. Sie sparen fast noch mal 100 Euro bei unserem TV-Sonderpreis, 132,99 €. Es wird sofort warm, wenn Sie zu kochen beginnen, das Vorheizen fällt weg. Ja, die Programme sind selbsterklärend und man hat unendlich, übertrieben im Sinne, aber fast unendliche Möglichkeiten. Und ich glaube, jeder von uns hat schon mal in seinem Leben solche Backblech-Pommes probiert. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe da nie gute Erfahrungen gemacht. Die sind immer etwas, wie soll man so sagen, so, die sind nicht knackig genug, finde ich. Und dann geht man wieder zurück zur Fettfritteuse. Probieren Sie es einfach mal mit diesem XL-Umluftofen bzw. mit dieser Heißluftfritteuse. Und Sie werden sehen, die schmecken annähernd so gut. Ich würde sagen, sogar fast gleich gut wie die
aus der Fettfritteuse, aber jetzt ohne schlechtes Gewissen schwemmen, ja, ohne eben danach zu sagen, oh, das waren wieder viel zu viele Kalorien. Da passt dann hinterher dann auch noch eben das, was du vorhin gesagt hast, noch ein paar Kekse oder einen Kuchen zum, genau, Nachtisch rein. Ja, das ist eben das Schöne. Es ist ja gerade die Zeit für Kartoffeln, für Äpfel. Das kann man ja auch alles zu Chips verarbeiten. Kartoffelchips mal selber ausprobieren, Apfelchips selber ausprobieren oder vielleicht auch so einen schönen Bratapfel. Das geht natürlich auch. Oder ganz klassisch die Pommes. Ja, einfach Kartoffel schälen, in Streifchen schneiden, mit Salz würzen und fertig ist das Ganze. Und das ist eben das Schöne, es geht super einfach und das ohne Fett. Wie gesagt, das Gefährliche bei solchen Sachen, ob das jetzt die klassischen Pommes sind oder zum Beispiel auch diese kleinen, Kroketten, die du gesagt hast, ne? Oder Kartoffelecken. Das Schlimme ist ja eigentlich das Fett. Und hier habe ich ja kein Gramm Fett hinzugefügt. Das ist eben das Tolle, der große Vorteil. Und da kann man auch richtig kreativ werden. Auch dann im Winter hin, ne, Plätzchen backen, Vanillegipferl oder irgendwelche anderen Cookies. Das machst du ja alles mit einem Gerät. Sprich, du kannst eigentlich aus deiner Küche kannst du die Mikrowelle verbannen, du kannst den Ofen verbannen, den Herd, ja, so viele Geräte. Und das ist auch schön für eine Single-Küche. Oder man, wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte ein bisschen dieses Jahr auf die Energiekosten achten, man hat hier keine Vorheizzeit. Das Gerät ist sofort heiß und es geht so schnell. Also da macht man einfach alles richtig. Oder wenn man sagt, Mensch, ich habe zwei linke Hände in der Küche, ich weiß gar nicht, wie viel Grad muss ich jetzt meinen Kuchen backen und vor allem wie lange, das weiß das Gerät für Sie. Ja, ich habe jetzt gerade richtig Lust auf Kuchen und auch auf Chicken Wings, auf Chicken Nuggets. Die Sachen, die man eben sonst mal zu Hause eben nicht so häufig macht, aufgrund natürlich der Fritteuse. Gerade wenn man nur die Möglichkeit hat, also in der Küche eine Fritteuse zu betreiben, finde ich es schlimm, auch wenn man sich da mal durchringt, Pommes zu machen, der Geruch. Weil es riecht stundenlang nach Fett. Nicht nach Pommes, sondern nach Fett. Und hier bei diesem Heißluftofen bzw. bei dieser Umluftfritteuse oder Heißluftfritteuse, da riecht es eben nach dem, was Sie essen wollen. Nach den Pommes, nach den Wings, nach den Nuggets oder auch nach den Pizzen. Und das Schlemmen macht dann auch doppelt so viel Spaß, weil man nicht immer so das Gefühl hat, oh, jetzt habe ich wieder viel zu viele Kalorien zu mir genommen. Es ist ja auch, und das ist, glaube ich, auch ganz im Trend, bewussteres Essen. Kalorien, reduziertes, fettarmes Essen. Und jetzt kommen endlich unsere Pommes. Ich wollte mich gerade schon bei der Geschäftsleitung beschweren. Ja, was lange währt, wird gut. Aber das ist jetzt auch praktisch, dass diese Entnahmehilfe, die ist für Sie mit dabei. Na, und jetzt können Sie hier ganz einfach diesen Frittierkorb, der sich automatisch dreht, entnehmen. Der ist jetzt noch ein bisschen heiß. Man kann dazu natürlich auch eine Küchenrolle nehmen. Ich gehe einfach mal an euren Platz, oder? Ja. Möchtet ihr? Warte, soll ich euch ein bisschen Platz verschaffen? Oder ich mache das mal so. Ich drehe jetzt einfach mal den Rücken zu. Das geht natürlich auch. Und riecht das schon für euch gut? Riecht sehr gut. Ja, und zwar nach Pommes und nicht nach Fett. Fettlos. Ja, das heißt, in der Küche, dann riecht es auch nicht die ganze Zeit so nach Fett. Ne? Das mag ich auch immer nicht, wenn es dann so die ganze Zeit nach Fett riecht. Hier hat man wirklich diesen leckeren Geruch und den kriegt man immer so schwer raus. Jetzt drehe ich immer ganz kurz den Rücken zu. Zack, 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 zack. So, Fritten sind fertig. So, bitteschön. So sehen gute Pommes aus, oder? Geschmackstest. Und Sie machen den Geschmackstest am besten zu Hause. Probieren Sie es mal aus. Aussehen tun Sie schon hervorragend. Oh ja, das ist richtig knackig, das merke ich schon. Bisschen heiß noch, kommt gerade aus der Fritteuse. Aber eben Heißluftfritteuse schlemmen ohne schlechtes Gewissen. Und das können Sie auch mit der richtigen Bestellnummer. Das ist nämlich die NX48 61 und die 569, der Preis gerade mal 132,99 €. Sie merken, heiß ist es genauso wie aus der Fettfritteuse, aber jetzt eben ohne zusätzliches Fett, ohne zusätzliche Kalorien. Und der Schlemmergenuss ist mit Sicherheit genauso hoch, als wären Sie in Fett frittiert. Aber schaut mal, jetzt haben wir mit einem Gerät haben wir kleine Pizzateilchen gemacht, wir haben Cookies gemacht und noch die Pommes. Ne? Und das alles mit einem einzigen Gerät durch diese verschiedenen Bleche. Das Backblech ist dabei, die Gitterbleche sind 3 Stück dabei, der Frittierkorb ist dabei und das kannst du alles mit einem einzigen Gerät machen. Und normalerweise, um Ihnen jetzt zu zeigen, was man noch alles mit diesem Küchengerät machen könnte, müsste man natürlich jetzt noch viel, viel mehr Zeit dafür verwenden. Aber das ist natürlich cool, oder? Ja, und da sehen wir nochmal das umfangreiche Zubehör, der Schaschlik-Grill, der Frittierkorb, dann natürlich die verschiedenen Backbleche und
und. Also es ist hier natürlich nur möglich, einen Teil der Möglichkeiten auszuschöpfen. Sie können zu Hause die ganze Palette durchprobieren. 18 vorinstallierte Programme und das heißt, dem Schlemmen steht nichts mehr im Wege. Die Bestellnummer sage ich Ihnen nochmal für unser XXL Heißluftfritteuse bzw. Umluftofen. Das ist die NX4861 und die 569, der Preis 132,99 €. Und dann bleibt mir nur noch eins übrig. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit.